Auf der anderen Seite versucht die Ukraine auch weiterhin mit Drohnen das russische Kernland zu attackieren. Was hörst du darüber? Ja, die Ukrainer tun das konstant mit doch beträchtlichem Erfolg. Sie schicken ihre Drohnen los und haben jetzt erst gestern wieder im russischen Kernland zugeschlagen, haben eine Raffinerie getroffen in Tuapse am Schwarzen Meer, haben 8 Drohnen losgeschickt, eine hat es geschafft und das ist doch wieder ein Erfolg. Und das große Problem, das die Russen haben, ist, dass sie es nicht schaffen, diese Raffinerien mit Flugabwehr wirklich effizient zu schützen. Ein ähnliches Problem haben sie bei ihren Luftwaffenstützpunkten. Da gibt es zu wenige Hangars, also zu wenige Schutzummantelungen. Und deswegen gelingt es den Ukrainern regelmäßig, russische Kampfjets zu beschädigen oder auch zu zerstören.